Ja, tolle Bilder hier im beliebigen Tempotel. Ich bitte euch, durchzuparieren und Schritt zu reiten. Das war der erste Aufgabenteil, das beliebige Tempotel. So, die Noten hätte ich gern für Frankheim mit Haupetti. Was bekommt er für diesen Aufgabenteil? Das ist die 7,0, 7,5, 7,5. 7,5 und die 7,0. Dann die Noten für Steffi Kleis mit Solidia vom Altendruck. Was erhält Steffi? Die 6,5, 6,5 von allen Richtern. Die Noten für Thorsten Reisiger mit Höftingi von Höhebüttlen. Er erhält 7,0, 7,0, 7,5. 7,5 und die 7,5. Die Noten für Julia von Griesheim aus Rindtaxi von Birkenrund. Das ist 7,0, 8,0, 7,0, 7,5 und die 7,0. Die Noten für Eva Schneider mit Blossi. Sie erhält ebenfalls tolle Noten und zwar 7,5, 7,5. 7,5, 8,0 und die 7. Klaus, nochmal einmal hin. 7,5. Dankeschön, dann beginnen wir jetzt mit dem zweiten Aufgabenteil, das ruhige, langsame Tempotölt. Ja, und durch die tolle Note hier mit dem Tempo ist nach dem ersten Aufgabenteil in Führung die Eva Schneider. Kannst ja mal abziehen. Mal wieder ein bisschen lösen. Ja, vielen Dank. Ihr könnt bitte durchparieren und schon mal die Hand wechseln. Das war der zweite Aufgabenteil, das ruhige, langsame Tempo Tölt. Und ich frage die Noten ab für Frankheim mit Haupetti. Er bekommt 7,0, 7,0, 7,5, 7,0 und die 7,5. Die Noten für Steffi Kleis mit Solidia vom Altenbruch. Das ist die 6,5, 6,0, 6,0, 5,5 und die 6,5. Die Noten für Thorsten Reisiger mit Höftingi. 7,5, 6,5, 8,0, 7,0 und 7,5.
Spielnoten für Julia Pongries, seine dritte Faxe vom Birkenbrot. Das ist 6,0, 7,0, 6,0, 7,0 und die 7,0. Was bekommt Eva Schneider für den zweiten Aufgabenteil? Die 6,0, 6,0, 6,0, 5,5 und die 6,0. Dann beginnen wir jetzt mit dem dritten und letzten Aufgabenteil, den Zügel überstreichen. Und das finale qualifiziert haben, setzt sich also zusammen aus Pferden, die bereits für die Sportklasse A qualifiziert sind und Pferden, die in der Sportklasse B gestartet sind und hier dieses gemeinsame Finale aus. Interessant ist bei diesem Aufgabenteil, dass der Aufgabenteil verdoppelt wird. Das heißt, die Punkte fließen doppelt in die Bewertung ein und da kann sich natürlich immer noch einiges ändern. Ja, tolle Bilder hier, die wir sehen in dieser Tölkung G2. Und wir kommen zum Ende. Das war sie, die Elfa Schneider in der Tölkung G2 mit dem spannenden Aufgabenteil, den wir gerade gesehen haben, den Zügel überstreichen. Ich bitte euch durchzuparieren und zur Ausrüstungskontrolle in die Mitte zu reisen und nutze die Zeit, um die Noten abzufragen. Für mit Hoppity, was erhält er für das Zügelüberstreichen? Die 7,5, 7,5, 7,5, 7,0 und die 7,5. Die Noten für Steffi Kleist mit Solilia vom Altenbruch. Das ist 7,0, 5,5, 6,5, 6,5 und die 7,0. Die Noten für Thorsten Reisinger mit Höftingen von Höherbüttlum, was ist seine Bewertung? Die 7,5, 6,0, 7,0, 7,0 und die 7,5. Die Noten für Julia von Griesheim mit Rindfaxen vom Birkengrund. 7,5, 7,5, 7,5, 7,0 und die 7,0. Eva Schneider für ihre Vorstellung im Zügel überstreichen. Das ist die 7,0, 6,0, 7,0, 7,5 und die 7,0. So, dann werden wir, wie gesagt, in Kürze das Ergebnis haben. Stellt euch mal ins Fotobild hier neben der tollen Sponsorenwand auf. Und ja, die Punkte können sich sehen lassen. Also hier haben wir ganz, ganz tolle Noten gesehen. Wir haben auf dem fünften Platz mit einer Endpunktzahl von 6,50. Das ist Steffi Kleist mit Solilia vom Altenburg. Herzlichen Glückwunsch. Steffi hat diese Stufe in der Sportklasse A in dieser Prüfung qualifiziert. Auf dem vierten Platz von ganz weit hinten vorgerückt, das ist Eva Schneider mit Lossi Pascaro, 6,88 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. So, die anderen müssen absteigen, damit ihr aufs Treppchen könnt. Wir haben auf dem dritten Platz mit 7,13 Punkten, das ist Julia von Griesheim mit Rindfaxi vom Birkengrund. Herzlichen Glückwunsch! Ja,
Zweitplatzierter. Die Punktzahl ist 7,17. Das ist Thorsten Reisinger mit Höftigi Verlöbeklüben. Herzlichen Glückwunsch. Baden-Württemberg-Meister und Sieger dieser Prüfung, das ist Frankheim mit Haupetti und 7,38 Punkten hier in diesem Finale. Herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ihr könnt das Plättchen hier zum Gravieren abgeben am Sprecherhaus. Es wird euch dann zugeschickt. Wird euch also abgenommen, damit das alles auch schön aussieht, da das ja Wanderpokal ist. Und ihr den dann im Prinzip in 2 Jahren, wenn es wieder eine Baden-Württemberg-Meisterschaft gibt, wieder neu vergeben werden. Ja, vielen Dank an euch. Bitte noch mal einmal auf. So, los geht's. Die zwei Herren vorneweg, unsere zwei Premium-Sponsoren hier vorneweg, Frank Heim und Thorsten Reisinger, gefolgt von der Damenriege Julia von Riesheim, Eva Schneider und Steffi Kleiss. So, einmal nochmal dicker Applaus und wir haben ganz viele tolle verschiedene Pferdefarben auch hier in der Bahn. Das ist, dass wir unterschiedlich die Farben sein können. Ja, dicker Applaus für euch nochmal hier für die Sieger und die Platzierten in dieser Tölkrüppung T2.